Mächtig was los heute in der Welt des Sports. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Sport 1 News, liebe Zuschauer. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand und starten mit folgendem Thema. Man mag es angesichts dieses durchtrainierten Körpers kaum glauben, aber Anni Friesinger-Postma hat tatsächlich bereits vor 5 Jahren ihre Karriere als Eisschnellläuferin beendet. Trotzdem wirft sie, wenn es passt, immer mal wieder gerne einen Blick zurück. Ich finde, Sport ist die schönste Sache der Welt. Du lernst schon in frühen Jahren eine Verantwortung zu übernehmen, wie du mit Erfolgen oder auch mit Misserfolgen und Niederlagen, Enttäuschungen umgehen musst. Es hat mich nachhaltig geprägt und hat sicherlich nicht geschadet, nein. Zweifache Mutter ist die 38-Jährige mittlerweile. Die Prioritäten im Leben haben sich verschoben. In ihrem alten Metier fehlt den Deutschen momentan eine wie sie, eine neue Gold-Anni. Vielleicht finden sich ja in anderen Sportarten Talente, die Lücke füllen könnten. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel ganz viele vom Inlineskaten, und Inlineskaten ist leider Gottes noch nicht olympisch, dass sie vielleicht den Weg aufs Eis probieren und schaffen, weil wir haben in Deutschland sehr gute Inlineskater. Für einen Moment geht es also doch nochmal um Profisport. Beim RG-Fotoshooting ist Friesinger-Postma plötzlich wieder in ihrer Welt, gibt Tipps und klingt fast schon wie eine Trainerin. Multidisziplinär zu trainieren, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das habe ich auch gemacht. Nicht nur immer auf der 400-Meter-Bahn auf dem Eis die Runden zu drehen, laufen, Radfahren, Sprünge, Crossfit-Training, das bringt dich nach vorne. 3 olympische Goldmedaillen und 16 WM-Titel, beeindruckende Bilanz einer gewaltigen Laufbahn. Ähnliche Glanzleistungen sind zurzeit im deutschen Eisschnelllauf-Team nicht zu erwarten. Weibliche Nachwuchshoffnungen weit und breit nicht in Sicht. Ich denke, es wäre schon gut, wenn, und nicht nur eine Person, sondern hätten wir 2, 3 Sportler, die ein Gesicht für diese Sportart wieder werden. Aber du musst auch ein Typ sein. Du musst die Leute ansprechen, du musst nicht immer nur ein Ja-Sager sein, du darfst auch anecken. Das war's dann aber auch mit dem Ausflug in alte Zeiten. Ab sofort ist Anni Friesinger-Postma wieder Mutter und Inhaberin eines Babyladens. Angesichts dieses Körpers und der Krise im Eisschnelllauf ist es wirklich schade, dass das mit der Karriere schon so lange vorbei ist. Sport1.de, die Adresse für top aktuelle Sportnachrichten, die es natürlich auch in unserer App gibt. Da verpassen Sie nichts. Und bei uns geht's jetzt weiter mit den Meldungen des Tages. Harte Kritik für Van Gaal. Es gebe zu wenig Kreativität und Risiko, sagte Manchester Uniteds Vereinslegende Paul Scholes im Interview mit BBC Radio Manchester. Unter Van Gaal wirke alles strikt organisiert. Der frühere Champions-League-Sieger ging sogar noch einen Schritt weiter. Das jetzige Team sei keins, in dem er gerne gespielt hätte. Der Engländer bestritt von 1993 bis 2013 insgesamt 696 Spiele für United. Fee kapituliert vor Bayern. Eintracht Frankfurts Trainer Armin Fee glaubt nicht an einen Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Bayern. Dazu fehle es der Mannschaft derzeit an Qualität und Mentalität. Er könne nichts verlangen, was das Team nicht erfüllen könne. Man sei nicht stabil und es gebe zu viele Spieler, die ihr Potenzial nicht abrufen. Dass es bei der Eintracht momentan nicht rund läuft, zeige auch die Pokalblamage vom vergangenen Dienstag. Man könne gar nicht so schlecht aufstellen, dass man gegen den Drittligisten Aue verliere, so Fee. Beichte von Neururer. Sport1-Experte Peter Neururer hat bei Redaktionsnetzwerk Deutschland bewegende Geschichten erzählt, die fast seinen Einstieg ins Fußballgeschäft verhindert hätten. Durch seine damalige Tennisschule habe er 120.000 Mark eingenommen. Mit dem Geld sei er ins Casino gegangen, habe dort den Großteil verzockt und sei dann in einem Laden gelandet, wo man ihn ausgenommen habe. Plötzlich habe Neururer Schulden gehabt. Erst durch seine Frau habe er seine Trainerausbildung finanzieren können, die ihm seine erfolgreiche Karriere ermöglichte. Das waren die Sport 1 News. Bleiben Sie mit uns informiert und seien Sie beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Ciao.